So, herzlich willkommen bei Vizebeast. Ich bin der Jay. Jetzt sich deine Enderperle, okay. Ja, der dritte Versuch mit Let's Play Vizebeast anzufangen. Erster Versuch hat mir Java einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im zweiten Versuch habe ich leider in meinem Aufnahmeprogramm die Einstellung der Audiospuren innerhalb einer Datei vergessen zu entfernen. Deswegen war meine Stimme zu leise, die Sound zu laut. Ich hoffe, das ist jetzt anders. Ansonsten kann ich das noch nachmischen. Ja, ich würde ja jetzt sagen, im letzten Video haben wir diese tolle Höhle entdeckt. Aber es gibt kein letztes Video, denn das ist unser erstes Video. Komischerweise bin ich auch an dieser Stelle gestorben, warum auch immer. Ich war eigentlich offline, aber das ist uns jetzt egal. Wir fangen jetzt an mit Feed the Beast. Und ja, ich hatte auch Rubine und ich hatte so viel. Das ist so ärgerlich eigentlich. Wir brauchen eigentlich noch Kohle für unsere. Da ist auch was. Was bist du denn? Wir hatten auf jeden Fall die Aufgabe. Und wir hatten Minimumscherben. Oh. Wir hatten die Aufgabe, Kohle zu sammeln. War eigentlich unser Hauptziel. Denn ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Und mir eine Mining Turtle gebaut. Was ist eine Mining Turtle? Eine Mining Turtle ist ein kleiner Roboter, der für uns die Drecksarbeit tut, sage ich mal. In Minecraft normal muss man alles per Hand abarbeiten oder man sprengt es. Sprengen macht viele Blöcke kaputt. Warum brenne ich jetzt? Es ist doch unglaublich. Und ich habe kein Wasser dabei. Und oh, ich wollte mir auch gerade einen Eimer machen und hier ist kein Wasser. Und jetzt brennt auch noch mein Tisch. Irgendwie weiß ich nicht. Ich stelle ihn mal woanders hin. Das ist mir zu heikel. Also, zurück zum Thema. In Minecraft normal muss man jeden Block von Hand, so wie ich das gerade tue, abarbeiten oder man sprengt ihn. Sprengt man diese Blöcke, hat man den Nachteil, dass viele Blöcke einfach zerstört werden und man hat davon nichts. Man hat weniger Ressourcen, dafür eine freie Fläche. Möchten wir das? Nein. Wir möchten diese Ressourcen natürlich sammeln. Und ich hatte hier auch schon was vorbereitet. Mann, wie genial. So, ich wollte einen Eimer machen, damit ich mir noch Wasser holen kann. Gut. Ja, diese Drecksarbeit wird aber von Robotern übernommen in Feed the Beast und auch in anderen Mods. In Feed the Beast hat man halt sehr viele Möglichkeiten mit vielen Sachen einfach rumzuspielen. Macht sau viel Spaß, ist lustig. Ich habe doch hier gerade was gehört. Minimap sagt, da lang, vielleicht über uns. Naja. Aber auf jeden Fall hat man so viele verschiedene Möglichkeiten bei Feed the Beast. Das ist einfach nur interessant und genial, finde ich. Das nehmen wir mit. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ausleuchten. Hui, Leuchtesteine. Finde ich sehr gut. Die Kohle nehmen wir übrigens mit, denn, wie schon gesagt, wir haben eine Mining Turtle. Die habe ich schon mal vorbereitet. Was war's? Ne, da geht's weiter. Hui. Und die möchte gerne irgendwie was zu futtern haben, damit sie arbeiten kann.
Es gibt auch noch bessere Systeme, aber darauf kommen wir später zurück. Die brauchen allerdings sehr viel Strom. Und bis wir an Strom kommen, naja, ich sag mal so, das dauert noch ein bisschen. Ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ich werde täglich Folgen wohl rausbringen. Mindestens eine, eventuell zwei. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir belassen es erstmal bei einer pro Tag. Ungefähr 20 Minuten. Und dann sehen wir weiter. Und ich hatte schon so viele Ressourcen gesammelt. Ey, ist das ärgerlich. Aber was soll's. Hey, geht's da? Da geht's runter. Ich hatte übrigens auch schon Diamanten. Und ja. Alles weg. Eigentlich wollte ich gerade diese jetzige Folge aufnehmen. Join auf den Server und muss mit Erschrecken feststellen, ich bin gestorben. Warum? Keine Ahnung. Was soll's, ist egal. Wir fangen deshalb jetzt damit an. Muss ich halt nochmal ein bisschen mehr Ressourcen sammeln. Halb so wild. Jetzt komme ich da natürlich nicht. Ich habe immer einen Eimer Wasser. Den Eimer Wasser möchte ich gerne da. Nee, da gefällt er mir nicht. Da gefällt er mir auch nicht. Da. Gefällt er mir da? Da gefällt er mir. Die Axt brauchen wir gerade nicht. Ja. Hä? Was ist das denn für ein Pulver? Naja, egal. Wir sammeln noch ein bisschen Ressourcen, damit wir möglichst schnell eigentlich dann an die Energieversorgung basteln können. Wie gesagt, hier war eine schöne Höhle. Die müsste ich eigentlich ausleuchten, bevor ich die ganze Lava hier weghaue. So. Wassermarsch. Okay. Gut, gut, gut. Dann springen wir erstmal hier rauf, laufen hier lang. Da ist Kohle. Kohle ist gut. Eisen ist auch gut. Brauchen wir ja. Nein. Oh, Glück gehabt. Ja, glücklicherweise ist natürlich auch mein total toller Fehler, den ich begangen habe mit Diamanten, jetzt auch ausgelöscht, denn ich brauche hier Licht. Da oben ist auch eine Spinne. Aber egal. Ich habe einen Diamantblock. Alter, die sieht man hier gar nicht. Merkwürdig. Komm, komm. So, ich habe einen Diamantblock weggehauen. Unter dem war Lava. Diamant war weg. Und ich war traurig. Was soll's? Der Fehler ist behoben. Mehr oder weniger. Er ist nämlich weg. Weil ihr das gar nicht sehen könnt. Haha. Halb so wild. Denn ich habe noch ein paar Diamanten. Dieses Wasser, ey. Nee. Nee, nee, du bleibst schön hier. Eigentlich kann ich es auch ausmachen. Es nervt. Ja, Spinne, ey. So. Ist schon wieder dunkel. Dunkelheit ist kacke, weil dann seht ihr nichts. Und ich auch nicht. Oh, von wo denn? Ah. Warum hacke ich denn damit auf? Kommt nur alle her, da wo ich euch nicht sehe. Alter. Leute. Oh, der hat eine Schaufel. Der ist auch böse. Böse. Ein Gehirn? Ist das ein Gehirn? Ich glaube, es war ein Gehirn. Ich glaube, ich habe da irgendwas Uncooles noch nicht ausgeleuchtet. Ich hoffe, da ist kein Zombie-Spawner. Das wäre jetzt irgendwie doof.
Übrigens, wir bauen in der Wüste, weil ich keinen Bock auf Regen habe. Regen ist die größte Fehlprogrammierung, die es in Minecraft gibt. Einfach nur nervig. Und wir haben ein Zombie-Brain. Nicht wundern, teilweise ist das Spiel auch auf Englisch. Ich hoffe, das wird irgendwann vielleicht nochmal alles auf Deutsch kommen. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Wasser, 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 Wasser. Ganz viel Wasser. Gut. Ja, ich habe keine Fackel mehr. Ich wollte mir Fackel machen. Fackeln. Ein bisschen Holz habe ich noch. Das ist wunderschön. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Fackeln sind gut. Ach komm, machen wir einen Stick Fackeln. So, dann können wir nämlich weiter ausleuchten. Zip, zip, Oh, ist das. Ach Mann, ey. Ich möchte gerne. Oh, Wasser. Wasser ist Kacke. Ich möchte gerne schnellstmöglich anfangen zu bauen. Denn das macht eigentlich am meisten Spaß, finde ich. Es ist zwar auch cool, Erkundungsmission mal zu machen, aber hauptsächlich möchte ich eigentlich bauen. So. Lieber zu viel Fackeln als zu wenig. Denn ich möchte nicht auf irgendwelche dämlichen Creeper. Da war einer. Gerade noch gerade angesprochen, schon passiert. Komm her, Creeper. Spring in die Lava, spring. Kannst du da ehrlich nicht hoch? Oh. Gerade angesprochen und schon passiert, da ist ein Creeper. Und ich habe das Gefühl, dass über mir ein Skelett ist. Schießt mich das Skelett da rein, bin ich, glaube ich, sehr genervt. Und das ganz schnell. Weil nicht mehr die erste Folge im Kasten und schon wieder gestorben. Wobei das letzte Sterben eigentlich ja nicht mein Verschulden war. Warum auch immer, werde ich mich wohl einbauen müssen. Beim nächsten Mal. Wasser, ey. Oh. Na, jetzt kommst du, ist klar. Bumm. Ja, nimm meine Fackeln mit. So, geh aus. Geh bitte aus. Nicht, dann nicht. Du gehst aber aus. Das ist schön. Naja, nee. Bevor wir reinfallen, nee. Ich hätte da fast gesagt, lass mir die Lava drin, damit wir mehr Licht haben. Oh, diese Fledermäuse. Hallo, Wasser. Nerv nicht. So, kann man das? Na, ist einfach zu dunkel hier. Einfach zu dunkel. Was ist denn das? Das sieht interessant aus. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Plan von den ganzen Erzen, die neu sind, weil ich eigentlich mehr Minecraft früher gespielt habe. Und eher weniger die Techniksachen. Aber ich doch sehr interessant finde, da ich jetzt schon einige Videos geguckt habe, wie andere Leute dieses Spiel spielen und ich das nur genial fand. Oh, nicht schon wieder. Und. Autsch. Gut. Friss meine Fackeln, ey. Diese Leuchtesteine sind wahrscheinlich auch genau die gleichen wie diese. Diese blauen Dinger sind Saphire. Ich glaube, es waren Saphire.
Oder es sind Saphire. Sehr schön. Kann man super benutzen für Waffen. Das Wasser backt sich hier zurecht. Hey. Sehr merkwürdig. Okay. Es sieht auch sehr episch aus. Finde ich auch gut. Ja. Hier geht's nicht weiter. Das ist ja mittelmäßig. Da oben sind noch Rubine, die wir uns zu Gemüte führen werden. Egal. Hallo? Oh, das sind auch noch Rubine, aber da. Marmor. Hui. Marmor ist auch eine coole Sache. Jetzt ist natürlich die Frage. Nö. Was ich auch. Gut, dass wir noch keine Rüstung haben. Was ich auch sehr super finde, wollte ich sagen, ist oben rechts die Minimap. Leute. Meine. Die Minimap. Die Minimap zeigt uns sogar an, wo wir lang buddeln. Das kann ich gleich nochmal auf dem Rückweg zeigen. Vorher gehen wir jetzt nochmal hier lang. Hier ist es sehr dunkel übrigens. Hui. Hui, 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 hui. So. Wie gesagt, die zeigt uns auch die Buddelwege an. Ich denke, ich werde die Einstellung nicht rausnehmen. Die lasse ich einfach mal so drin. Das sind keine Diamanten. Das ist, glaube ich, Zinn. Das ist. Nee, Silber. Ist das Zinn? Lead. Mit Lead weiß ich noch nicht, was man damit anfangen kann. Deshalb nehme ich es erstmal nicht mit. Wahrscheinlich werde ich es gleich mitnehmen. Ha. Das war's. Erstmal, gib mir meine Fackel wieder. Ja. Da oben war noch irgendwas, wo ganz viele dämliche Kreaturen gespawnt sind. Das erkunden wir auch noch mal. Hallo. Ja, ey, das ist so super. Ich sehe ihn nicht, aber er kann schon auf mich schießen. Ja, ist klar. Ja, komm. Ich möchte natürlich auch sehr viel offscreen machen, weil so komme ich schneller weiter. Wenn wir an einem gewissen Punkt sind, werde ich natürlich auch mehr zeigen. Zeigen in dem Sinne von, dass wir hauptsächlich aufgenommen spielen und in dem Sinne auch gleichzeitig, ja. Sag es, spuck's aus. Ich mache es offscreen und zeige es danach im Video, im Let's Play. Das ist so mein Plan. Vorerst. Ich möchte mich hier lang buddeln. Auch wenn das hier mal wieder scheiße dunkel ist. So. Also das sieht da schon irgendwie aus wie so ein, ich würde fast sagen Bossgegner, aber ach, das sind die Leuchtesteine, das ist cool. Kohle. Kohle nehmen wir noch mit. Ne. Alter. Ist das schon? Ne, das ist noch nicht der größte. Aber das ist cool. Ja, willkommen zur ersten Folge, wo wir gleich schon Slimebälle finden.
Was mich auch sehr stört bei Minecraft ist, dass in jedem Sumpfbiom unendlich viele Slimes zu finden sind. Slimes waren früher mal sehr rar. Hallo. Und das haben die so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, kaputt gemacht. Oh, schade. Ja, deshalb sind Slimes, wenn man an einem Slime-Biom, an einem Sumpfbiom baut, natürlich so nervig, da sie überall spawnen und man hat davon einfach zu viele. Hier ist es ganz schön dunkel wieder. Und ich habe keine Fackel mehr. Aber ich habe doch hier irgendwo. Naja. Die platzieren wir nochmal hier. So. Hier ist auch dunkel. Na egal. Jetzt sind wir von da gekommen. Ja, da machen wir uns noch schnell ein paar Fackeln. Ich hau das ganze Holz hier rein. Da sind natürlich viel zu viele. Deshalb mache ich hiervon nur. Ah, schon zu viel gemacht. Egal. Machen wir ein Stack. Zap, 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 zap. Davon machen wir auch nur ein Stack. So. Schön. Schön, schön. Gut. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen erkunden hier. Und sage, für heute war es das. Denn 20 Minuten sind um. Und in der nächsten Folge geht's dann zu unserem Lager. Und ich hoffe, ich finde hier noch ein paar tolle Sachen. Deswegen, ciao, ciao, euer Jay. Bis denne.